Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Boss Rush gewonnen, haben den Final, keine Ahnung was, die Final Prüfung, die haben wir bestanden und haben jetzt die Bombenpfeile. Alter, geil. So, theoretisch sollten wir jetzt irgendwie weiterkommen. Wie sieht denn aktuell unsere Ausrüstung aus? Wir haben 54 Bomben, 65 Pfeile. Ich bin auch mit unseren Tränken aktuell zufrieden. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, was jetzt passiert. Bevor wir jetzt irgendwie Vorbereitung treffen und wir wissen gar nicht, worauf wir uns vorbereiten. Dementsprechend, ich sag einfach mal, wir gehen hier in der Mitte durch. Da muss es jetzt irgendwie weitergehen. Weiß auch gar nicht, ob wir da schon mal waren. I don't know. Wartet mal kurz. Heiligtum. Doch, ich glaube, wir haben schon mal reingeguckt, ne? So, mit den Bombenpfeilen können wir jetzt hier drüben. Das wegsprengen. Und das ist jetzt. Ah, das ist like Schattentempel, ne? Ah, cool. Das haben sie auch übernommen. Nice. Okay. Cool. Ja, dann. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, Leute. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich meine, wir müssten auch noch ein bisschen Items bekommen, ne? Uns fehlt noch der Lichtpfeil theoretisch. Und hier fehlt uns irgendwie noch ein Item. I don't know. Mal gucken, was noch kommt. Okay. Den Altar kenne ich. Ah, unsere drei Steine, cool. Ja, anders wären wir hier auch gar nicht hingekommen ohne die drei Steine, oder? Ich glaube, wenn wir die drei Steine nicht haben, hätten wir auch den... Ja, die Prüfung des Bosses nicht zu Ende machen können. I guess. Ich bin vorbereitet, Leute. Ich habe noch einen Schluck Kaffee dabei. Und bin gespannt, was heute passiert. Sind wir jetzt im Finale angekommen? Kommt jetzt ein Boss? Werden wir ihn zerlegen? Oder werden wir sterben? Viele Fragen. Aber eigentlich sind wir ganz gut vorbereitet, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich sind wir gut vorbereitet. Okay. Es sieht sehr zentral aus auf der Karte, ne? Es könnte wirklich ein Boss sein jetzt. Oh. Shiba. Hallo, mein Freund. Tudelü. Bam, bam, bam. Warum krisselt das so? Gratulation zu all deinen Erfolgen. Ich verfolge jeden deiner Schritte. In dir steckt das Potenzial eines wahrhaftigen Helden von Hyrule. Aber es gibt jemanden, den du noch nie besiegt hast. Nicht ein einziges Mal. Jetzt ist es an der Zeit, dich deiner letzten Prüfung zu stellen. Die ultimative Prüfung. Diese Prüfung ist nicht wie die bisherigen. Bereite dich sorgfältig darauf vor, denn du wirst nicht mehr in die Festung zurückkehren. Das hoffe ich zumindest. Um zu bestehen, benötigst du noch eine besondere Waffe. Hier, nimm sie an dich. Ah, da haben wir schon mal die Lichtpfeile bekommen jetzt. Okay, aber kämpfen wir jetzt gegen Ganondorf? Die Lichtpfeile. Platziere sie auf C, um sie zu verschießen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Schießen verbraucht Magie. Triffst du dein Ziel, wird es vom Licht erfüllt. Du kannst auch zwischen Pfeilen mit R und L wechseln, während du deinen Bogen in der Eco-Perspektive benutzt. Kehre zurück, wenn du bereit bist. Wohin? Hierher? Oder wohin zurück? Ich speichere auf jeden Fall mal. Am besten auch 10-mal und doppelt. So. Okay. Zu dir zurück. Dies ist die letzte Prüfung. Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja, im schlimmsten Fall laden wir halt, ne? Ja, ich bin bereit. So sei es. Es wird Zeit, dich jenem zu stellen, der dich in deinen Albträumen verfolgt. Ja, Neon Ganon. Ja, easy. Ist es Neon Ganondorf? Haha. Geil, den Baller mal weg. Hoffe ich. Link, ich kann dir nicht helfen. Wegen der Wellen der Dunkelheit kann ich nicht näher kommen. Es tut mir sehr leid, Link.
Was? Wie was? Was habe ich gesagt? Großmeister des bösen Ganondorf. Er ist kein Neo-Ganon. Okay, was brauchen wir, Leute? Ich nehme die Boots. Ich nehme die Lichtpfeile. Und das war's eigentlich, ne? Mehr brauchen wir nicht gegen den. So, na dann. Spiel mal eine Runde mit mir. Ist das jetzt der Standardkampf? Ja. Ich bin verwirrt. Alter, das ist ja easy as fuck gewesen. Ganz ehrlich, das war ja der leichteste Bosskampf, den wir bisher hatten. Da war ja Neo Goma schwerer. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ob wir direkt in Ganon reingehen oder ob jetzt was anderes passiert. Wir gehen direkt in Ganon rein, okay. Ja, Ganon ist auch easy. Wir haben den schon öfter gemacht. Wir haben nicht einen Schaden gerade bekommen, ne? Ziemlich gut, muss ich sagen. Aber es könnte auch sein, dass sich das gerade alles nur in unserem Kopf abspielt. Link, tut mir sehr leid, dass ich dir nicht im Kampf helfen konnte. Das hast du alles schon mal gesagt. Ich kenne diesen Dialog. Okay. Wo haben wir gerade Pfeile herbekommen? Wir haben gerade Pfeile bekommen. Irgendwoher. Okay, warte. Es geht weiter. Ich brauche theoretisch... Ich kann jetzt auch die Zeit anhalten. Auch voll cool, ne? Theoretisch brauche ich nur das Schwert. Ja. Okay, weiter geht's. Achso, Schuhe ausziehen. So. Gegen den Kampf ist es viel besser ohne Schuhe. Ja, der ist jetzt nicht schwerer geworden, der Kampf. Warum? Warum ist es kein Neo Ganondorf? Ich finde halt den Kampf gegen Ganondorf an sich nicht schwer. Und auch gegen Ganon ist er jetzt nicht so krank. Deswegen wäre schon cool gewesen, wenn der auch schwerer geworden wäre. Aber ich beschwere mich mal nicht, ne? Ich beschwere mich mal nicht, ja. Auch einfach Ganon. So, tschüss Schwert. Aber kein Problem, wir haben viele Alternativen. Dieses Mal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Man kennt's. Okay, pass auf. Zack. Unser Bikuron-Schwert in Anführungsstrichen. So. Smarte Rolle. Okay. Nicht getroffen. Dann hau ich ihn halt eine mit der Sprungattacke rein. Oh, hält er mehr aus? Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht macht er ja auch mehr Schaden. I don't know.
Aber die Art und Weise ist dasselbe, wie ich ihn besiegen muss. Okay. Er ist down, Leute. Jetzt hole ich mir das Master Sword. Und dann machen wir dasselbe Spiel nochmal. Nur mit dem Master Schwert. Zack. Hallo, da bin ich wieder. Hab mir meinen Zahnstocher geholt. Oh. Er ist schneller geworden. Oder? I guess yes. Dülü. Ja, das war's. Hä, das war's einfach. Ich wurde nicht einmal getroffen, Leute. Geil. No hit run. Hm. Aber war das das Finale? War es das wirklich? Nimm das. Yes. Stopp! Was stopp? Das reicht. Okay. Warum? Oh. Ich glaube, das war's noch nicht. Oder es passiert was anderes jetzt. Ich habe ja noch eine düstere Befürchtung irgendwie. Das sieht echt geil aus, ne? Dafür, dass das alles selbst entworfen wurde hier. Hammermäßig. Cool. Okay, was jetzt? Wir haben ihn geklärt ohne einen Treffer. Nun, du hast es geschafft. Link, auch diese Prüfung hast du gemeistert. Eben jene, an der du einst gescheitert bist. Genieße diesen Moment. Nach all diesen Strapazen ruht eine unglaubliche Kraft in dir. Die Gunst der Göttin hast du wahrlich an deiner Seite, aber war das genug? Wieso? Wieso genug? Hast du geglaubt, Ganondorf zu besiegen, wäre genug, deine Seele zu retten, dich endgültig aus diesem Fegefeuer zu befreien? Ah, wir sind im Fegefeuer. Das war nur ein Trugbild, erwacht aus der Erinnerung an einen Kampf, den du verloren hast, verborgen im Innersten deiner Seele. Als du, der Auserwählte, von der Hand des Großmeisters des Bösen vernichtet wurdest, Haya magst du überzeugt haben, mich jedoch nicht. Okay. I think er ist der Final Boss. Er macht einfach denselben Sound wie Ganon. Dwarf. Okay, damit wir quasi gehen dürfen, damit wir diesen Ort verlassen dürfen, müssen wir den Wächter des Fegefeuers besiegen. Und er hat sich auch schön entblößt und zeigt uns sein Body. Geil. Wundervoll. Ich freue mich richtig. Danke dafür. Und er zeigt uns jetzt auch seine fette Axt wahrscheinlich. Uiuiui, Als ihr einzig wahrer Abgesandter, ich werde über dich richten. Dies wird dein Untergang sein. Die Göttin Haya. Ultimate Trial. Das ist die ultimative Prüfung, Leute. Da ist sie.
Boah, cool. Okay, warte. Ganz ehrlich, ich würde als erstes reinstarten hiermit. Keine Ahnung, ob Bombenpfeile bewirken was. Ich nehme sie mal. Und die... Das und das. So. Und einfach aus Prinzip, weil ich erstmal nicht weiß, was er kann, würde ich mir erstmal so eine... Na? Oh, die Barriere wirkt gar nicht. Kann das sein? Okay. Hä? Mach ich überhaupt Schaden? Macht das Schaden? Ich verspüre... Ich verspüre nicht... Okay, da kommt irgendeine Axt. Okay, Cutscene. Hey, ich habe nicht gespürt, dass ich irgendwie Schaden gemacht habe. Hast du geglaubt, das wäre genug? Es scheint jedoch, als ob die Gunst der Göttin heute auf meiner Seite ist. Nun... Lass mich dir zeigen, was wahre Macht ist. Alter, was geht denn hier ab? Schürze auf dieses Land herab, den Zorn. Alter! Genau. Ich gönn mir mal kurz einen Schluck, ja? Wenn das nicht zu viel verlangt ist. Okay, okay. Die Musik ist so traurig. Oh. Also, wie war das jetzt? Erhebe dich aus der Erde, Faroris Entfaltung. Das hat jetzt nichts gebracht, oder? Wie war das? Alter, wo sind wir denn hier jetzt reingeraten? In was für einen Kampf? Da kommt er wieder. Der Laserstrahl. Oh Gott. Ja doch, aber es wirkt was. Okay, ich brauche... Aber theoretisch kann ich jetzt wieder... Ich mach's gleich nochmal. Also mit... Ich glaube mit der mit der Barriere hier kann ich ein bisschen was machen. Es fühlt sich halt immer noch nicht so an, als ob ich irgendwie Schaden mache. Ja, jetzt ist er halt noch gebufft, ne? Aber das kann ich ja auch nochmal machen. Er ist jetzt halt auch erstmal unbesiegbar. Logisch. Bin aber nach Kanada geflogen. Ja. Kacke. Okay, Alter, mach noch mehr Schaden. Ich gönn mir mal ein bisschen. Jo, sind halt unsere Tränke erstmal leer, ne? So, gleich nochmal eine Barriere dazu. Und wollen wir mal den Helm aufsetzen?
Er hat gerade wieder irgendwas sagen wollen. Okay, ich bin da schon sehr langsam. Alter. Okay, der Schaden ist aber deutlich geringer tatsächlich. Aber ich bin auch so langsam. Holy moly. Okay, er macht wieder Nairus, keine Ahnung, was er da macht. Sein Laserstrahl. Und jetzt habe ich wieder keine Verteidigung. Okay. Noch eine Phase oder was jetzt? Hey, haben wir gewonnen? Ich habe dich unterschätzt, Link. Kaum zu glauben, selbst mit der Macht von Halja an meiner Seite. Was geschehen ist, ist geschehen. Diese Festung wurde errichtet, um den Leuten hier wieder einen Halt zu geben, sie zu ihrem wahren Glück zu führen. Es ist ein Ort, der einem sogar die Möglichkeit bietet, über sich selbst hinauszuwachsen. Du warst sehr tapfer, Link. Immer wieder hast du den harschen Realitäten getrotzt, die ich dir auferlegt habe, und bist dabei stärker geworden. Du kannst stolz auf dich sein. Die Göttin glaubte immer an dich, sogar als du schon versagt hattest. Trotz allem hast du nie aufgegeben. Wenn du durch dieses Tor gehst, wird es endlich vorbei sein. Was? Alles, was du besitzt. Alles, was du bist. Wird für immer verblassen. Okay, wir haben quasi unseren inneren Frieden gefunden. Das Spiel erzählt die Geschichte hinter diesem Tor in den Weiten des Himmels. Wartet auf dich die ewige Ruhe. Dieses Spiel erzählt die Geschichte von einem Link, der gestorben ist. Lass uns gemeinsam gehen. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber was es auch immer sein mag, zusammen werden wir es schaffen. Ich danke dir, Link, für alles. Ja, für von der dritten Timeline halt, ne, wo Link gestorben ist, Ganondorf über das Land herrschte und wir sind also im Fegefeuer gefangen und finden unseren inneren Frieden. Das ist die Geschichte von Ultimate Trial. Wir werden uns wiedersehen, irgendwann. Oh nein, ist das links seine Mutter? Ist das cool? Oh, wie er sich freut. Oh, ist das schön. Also, eigentlich so traurig, weil er tot ist, aber... Ja, es ist bestimmt seine Mutter. Ich meine, seine Eltern haben wir ja nie kennengelernt. Er wurde ja irgendwie ausgesetzt und vielleicht auch... Vielleicht sind die... seine Eltern müssen ja tot sein. Von Ganondorf erledigt vielleicht oder so. Man weiß es nicht, was genau mit ihnen passiert ist. Aber es ist traurig, sehr traurig, dieses Ende. Auch wenn es irgendwie schön ist. Und da kommen die Credits, Leute. Also, ganz ehrlich,
Dieses Spiel war ja der absolute Burner. Also, ich kann euch dieses Game einfach nur empfehlen. Ladet euch das runter. Das ist so eine geile Mod. Also, wir haben auch das letzte Zelda Indigo gespielt. Ich kann nicht genau sagen, was von beiden besser ist. Ich denke, Zelda Indigo wird besser werden, wenn es fertig ist. Mit diesen ganzen neuen Items und dieser ganzen Welt, die zusammengemischt wurde aus vielen verschiedenen Zelda-Teilen, könnte besser werden. Aber das ist halt auch schon so ein 11 von 10 Sterne Hammer-Game. Ich bin sehr froh, dass ich das spielen konnte und dass wir das dann auch noch auf Deutsch zocken konnten. Sau nice. Also ganz ehrlich, das Game, das hätte niemand besser machen können. Das ist sowas von geil geworden. Ich bedanke mich an die ganzen Entwickler und die ganzen Leute, die es für uns programmiert und erschaffen haben. Einfach nur geil. Geil, 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 geil. Ich liebe es. So, jetzt die große Frage. Können wir bei unserem alten Spielstand weitermachen? Shiba steht da. Er steckt das Master Sword zurück in den Stein. Cool. Können wir bei unserem alten Spielstand weitermachen? Gibt es irgendwo noch Secrets zu holen? Gibt es noch irgendwas, was wir machen können? Denn uns fehlt theoretisch ja noch ein Item. Gerne für die Leute, die sich hier krass auskennen, schreibt das nochmal in die Kommentare, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Ultimate Trial, The End. Irgendwas, was wir noch machen können. Also ich bin jetzt der Meinung, wir können den 100er Run noch machen. In der Arena. Das würde ich vielleicht nochmal versuchen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, durch mit dem Game. Ansonsten haben wir es, glaube ich, geschafft. Ich bedanke mich bei euch, liebe Leute, fürs Zusehen. Ich denke, wir werden nochmal reingucken und den 100er Run machen. Auf leicht aber, damit wir den schaffen und das nicht jetzt sich noch ewig in die Länge zieht. Und bin guter Dinge, dass wir den schaffen werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der neuen Folge wieder. Wir gucken jetzt erstmal, ob es weitergeht. Ich kann, glaube ich, nichts machen. Ich glaube, wir müssen das Spiel laden. Ich glaube, ja. Okay. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.